Hallo, hier ist wieder euer Pflanzencoach. Und im heutigen Video möchte ich euch gerne einmal meine Pilzzucht vorstellen und wie ihr zu Hause auch mit geringem Aufwand eure eigenen Pilze züchten könnt. Also bleibt dran, denn es wird sicher spannend. Euer Pflanzencoach. Unter anderem gibt es eine Vielzahl von Pilzarten, die für die Hobbyzucht geeignet sind. Hier habt ihr jetzt schon eine Auswahl von verschiedenen Pilzen gesehen, welche es gibt, wie den Austernpilz, den Shiitake, den Rosenseitling, den Limonpilz und den Pio Pino. Und nun zeige ich euch, wie ihr diesen bei euch zu Hause vermehrt und auch dazu bringt, Fruchtkörper auszubilden, wie ihr sie gerade gesehen habt, nur eben im etwas größeren Maßstab. Dann sehen wir, dass diese Flasche hier schon durch und durch mit Pilzen bewachsen ist. Dabei handelt es sich natürlich um Körnerbrut, aber dennoch reicht hier der Nährstoff aus, damit die Pilze kleine Fruchtkörper bilden. Der eigentliche Pilz ist nämlich das Myzel. Das heißt, das, was ihr hier beispielsweise seht, was so ein bisschen aussieht wie weißer Schimmel, ist eigentlich kein Schimmel, sondern mit Pilzen getränktes Material. Allerdings braucht ihr für eure Anzucht weiteres Substrat, so wie ich euch jetzt zeigen werde. Zunächst einmal brauchen wir ein passendes Gefäß, so wie hier ich mein Mini-Gewächshaus genutzt habe. Ihr könnt aber auch jede Art von Behältnis nutzen, welches ihr habt. Das geht sogar mit einem Einmachglas oder ähnlichem, aber hier habe ich mich entschieden, das hier zu verwenden, ein Mini-Gewächshaus aus dem Einzelhandel, welches ich nun hier mit Substrat füllen werde. Und mein Substrat der Wahl ist in diesem Fall hier sind meine Holzspäne, welche wir sehen können. Das sind simple Holzfasern, welche wir nun nutzen können, wie ihr sie vielleicht auch kennt vom Tierzubehör, welche wir nun nutzen können, um unsere Pilze damit zu kultivieren. Und zwar nehmen wir uns erstmal etwas hier heraus. Die genauen Mengenangaben variieren natürlich je nach Gefäß, aber wir sorgen dafür, dass es etwas verteilt ist, großflächig. Ihr könnt auch diese etwas kompakteren Blöcke verwenden, wie ihr sie hier sehen, oder auch beispielsweise Pellets aus Stroh oder ähnlich. Mal im Prinzip wachsen eure Pilze auch im Kaffeesatz beispielsweise. Je nachdem, was ihr halt habt, kann es weniger lang oder länger dauern, bis eure Pilze sich tatsächlich ausbreiten. In diesem Falle ist mein sind meine Sägespäne sehr gut geeignet, da sie eine große Oberfläche bieten und nicht so massiv sind wie beispielsweise mein Holz. Ein massiver Holzblock, der natürlich auch gehen würde. Da habt ihr dann natürlich etwas länger was davon zu beobachten, bis euer Pilz wächst. Aber nachdem wir also hier alles aufgefüllt haben, zeige ich euch, wie wir weiter vorgehen. Hier habe ich jetzt also meine Sägespäne eingefüllt. Da eignen sich am besten die etwas weicheren Hölzer wie Laubhölzer, um eben eine gute Grundlage zu bieten. Und nun nehme ich etwas von meinem kochenden Wasser und weiche meine Späne etwas ein. Dies dient unter anderem auch dazu, dass ich es sozusagen desinfiziere, also von etwaigen anderen Pilzen von vornherein schon befreie, weil die Temperatur die Pilze im Prinzip abtötet. Man kann darauf achten, dass das Ganze hier schön befeuchtet ist. Und dann kann man mit der Schaufel auch noch etwas durchrühren. Und wie gesagt, Pilze vertragen generell hauptsächlich Zimmertemperatur und einen Bereich, der plus minus ein paar Grad darin liegt. Was natürlich heißt, dass eben jetzt ihr warten müsst, wenn ihr es so wie ich gemacht habt, bis euer Wasser abgekühlt ist, euer Substrat. Ich habe das Ganze hier jetzt circa 1,5 Stunden abkühlen und durchziehen lassen. Und nun können wir uns daran machen, hier etwas Pilzbrut aus meinen Flaschen zu entnehmen. Je nachdem, wo ihr sie erwerbt, kann es halt sein, dass sie in so einer Flasche sind oder in einem Glas oder in einer kleinen Tüte.
Weil prinzipiell reicht eine kleine Menge an Pilzen schon aus, um das hier komplett zu bewachsen. Das heißt, wir können hier etwas das Substrat auflockern, beispielsweise mit einem geeigneten Hilfsmittel, wie beispielsweise einem Messer. Und wenn wir das dann hier herausnehmen, können wir erkennen, das hier ist quasi unser Pilz an sich, unser Myzel, was sich hier in den Körnern befindet. Und damit wir das nun hier auf unserem Substrat bewurzeln können, müssen wir es erst einmal etwas auflockern. Müssen wir eigentlich nicht, aber ich mache das gerne, denn mehr Oberfläche bedeutet mehr Pilzwachstum. Wir können ja hier erkennen, dass es tatsächlich einzelne Körner sind, die wir hier haben. Das ist unsere, wie gesagt, unsere Körnerbrut, welche wir nun hier in unser Substrat einsetzen können. Ich habe mich entschieden, hier ein paar verschiedene Arten anzuzüchten. Das heißt, ich werde in dieser Ecke hier hauptsächlich in diesem Falle die Austernpilze anzüchten. In diesem Bereich hier. Und das heißt, wir lockern das etwas auf. Das könnt ihr auch machen, bevor ihr es reingebt. Und dann rühren wir es etwas durch. Wie gesagt, bei Sägespänen und ähnlichen Dingen ist hier die Zeit, die Inkubationszeit sozusagen relativ gering. Das heißt, hier haben wir schon nach wenigen Wochen tatsächlich unsere ersten Pilzfrüchte, die Fruchtkörper, die ihr auch kennt. Hier sehen wir unseren Shiitake in der Flasche und auch hier müssen wir erstmal wieder etwas auflockern. Der Shiitake-Pilz ist ein asiatischer Zuchtpilz, der einen ausgezeichneten Geschmack hat. Und vielseitige Heilwirkung werden ihm nachgesagt wegen seiner Inhaltsstoffe. In der chinesischen Heilkunst beispielsweise wird er seit Jahrtausenden eingesetzt und verfügt neben seinen Heilwirkungen natürlich auch über die kräftigen Pilzaromen. Und deswegen ist er im Gourmet-Bereich sehr beliebt. Er ist auch bekannt als Kastanienpilz, Parsani-Pilz oder eben Shiitake oder unter dem lateinischen Namen Lentinus Edodes. Und die Kultivierung ist auch hier wieder relativ leicht. Ein Standort im Schatten ist geeignet. Eine kleine Menge reicht in der Regel schon aus, um hier einen Effekt zu erzielen. Denn jedes dieser Körner ist prinzipiell ein eigener Pilz. Hier mein Pio Pino, wie wir ihn vielleicht sehen können, wenn ich ihn etwas so hinhalte, genau. Der ebenfalls noch hier hinzukommt. Der Pio Pino ist auch ein sehr beliebter Pilz, denn besonders die jungen Pio Pino Pilze haben einen samtig weichen tiefbraunen Hut. Deswegen nennt man sie in südlichen Regionen unter anderem auch Schüpplinge. Das Faszinierende an Pilzen ist, dass sie keinerlei Licht zum Wachsen brauchen. Das heißt, das könnt ihr dann selbst im Keller oder unter eurem Sofa stehen haben und habt am Ende trotzdem pilzartige Fruchtkörper. Ihr müsst darauf achten, dass euer Substrat gut durchgemischt ist. Die relativ kleinen Pio Pino Pilze wachsen in großer Anzahl traubenartig heran, wobei einzelne Exemplare auch einen Hutdurchmesser von bis zu 10 cm entwickeln können. Die Kultivierung ist relativ einfach. Hier kann man weiche bis harte Laubhölzer verwenden. Und da der Pio Pino in südlichen Regionen heimisch ist, bevorzugt er einen warmen und halbschattigen Standort. Und jetzt haben wir natürlich noch meinen Rosenseitling hier, der eine appetitlich leuchtende rote Farbe hat, rosa bis rot, und einen fruchtig frischen und gleichzeitig kräftigen Pilzgeschmack hat. Und dabei eignet er sich auch im rohen Zustand besonders als Delikatesse für Salate oder ähnliche Gerichte. Aber man kann ihn auch braten und auf einem guten Steak entfaltet er sein kräftiges Aroma am besten. Die Kultivierung ist genau wie beim Austernseitling oder beim Rosenseitling im Halbschatten bzw. Vollschatten bei einer Temperatur von über 20 Grad möglich, da auch diese Seitlinge hier wärmeliebend sind. Sie sind bekannt als Rosa Seitling, Rosenseitling oder auch Flamingo Seitling bzw. lateinisch Pleurotus, Salmoneo, Estramineus, und die Kultivierung ist sehr leicht. Der Pflegebedarf ist gering und auch hier nehmen wir wieder unsere klassischen Laubhölzer, Stroh oder ähnliches als Medium wie Substrat. Hier können wir jetzt also das Substrat unterheben mal wieder.
wie ihr es ja auch schon gesehen habt. Und das mache ich jetzt bei all meinen Pilzarten, wie jetzt bei meinem Rosenpilz, zu guter Letzt bei meinem Limonenseitling, den ihr auch hier drin erkennen könnt, einen Fruchtkörper, welche, wie der Name schon vermuten lässt, einen sehr fruchtigen und intensiven Pilzgeschmack haben, der etwas an Limonen erinnert. Sie können bis leuchtend gelb werden und außerdem werden sie auch Limonenseitling genannt, da sie wie der Rosenseitling oder der Kräuterseitling zu den Seitlingen gehören, die in der Kultivierung des Auslandseitlings sehr ähnlich sind. Allerdings ist der Rosenseitling wärmeliebender als der Austernpilz. Der Limonenpilz ist wie der Rosenseitling auch ein Rohkostpilz, also eine besondere Delikatesse. Bekannt unter dem Namen Pleurotus citrinpileatus, ist er bekannt lateinisch und die Kultivierung ist ebenfalls sehr leicht. Allerdings bevorzugt er Wärme. Auch hier könnt ihr wieder Laubhölzer, Stroh oder ähnliches wählen. Aber auch auf Heu oder Bambus wächst er sehr gut. Auch hier könnt ihr wieder einen schattigen Standort wählen mit wenig Licht. Hier haben wir nach 10 bis 20 Tagen auf fertigen Pilzkulturen die ersten Früchte und auf Baumstämmen kann es 4 bis 8 Monate dauern. Und dann haben wir quasi auch schon das meiste geschafft, was zu tun ist für unsere Pilzanzucht. Ihr solltet darauf achten, dass euer Substrat gut durchgemischt ist und frei von Fremdkeim. Und hier sehen wir, wie gesagt, wie das am Ende aussehen kann, wenn euer Pilz wächst. Beispielsweise eine leicht schwammige Konsistenz aufweist. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch markieren, welche Art von Pilz ihr in eurem Substrat angezüchtet habt, falls ihr es optisch nicht direkt erkennen könnt. Und so lange, bis das hier bewachsen ist, könnt ihr natürlich, wie ich hier einen habe, einen Deckel heraufsetzen, welcher nochmal ein bisschen bessere Klimabedingungen bietet, Luftfeuchtigkeit und außerdem verhindert, dass beispielsweise irgendwelche Haustiere an den Pilzen sich vergreifen können. Und hier ist der Vorteil, dass wir eine verstellbare Luftzufuhr haben durch unsere Klappen hier oben, wodurch man bei zu viel Luftfeuchtigkeit auch nachhelfen kann, nachregulieren. Und nebenbei haben wir hier auch noch Löcher für die Zirkulation. Es ist gut für euch, wenn euer Deckel auch etwas Spiel hat. Das heißt nämlich, dass hier noch Luft zwischen reinkommt. Und nach wenigen Wochen bis Monaten habt ihr dann die ersten Pilzfrüchte, die ihr in eurem eigenen Substrat angezüchtet habt. Das Interessante bei Pilzen ist, wie erwähnt, dass es sich dabei weder um Pflanzen noch um Tiere handelt, da sie eine eigene Gattung bilden mit eigenen Eigenschaften, aber sie sind den herkömmlichen Zimmerpflanzen doch sehr nah, mit dem Unterschied, dass diese hier keine zusätzliche Beleuchtung brauchen und auch im Dunkeln wachsen. Was ein Vorteil ist, wenn ihr auch eure Ecken im Haus ansehnlich gestalten wollt, wo das Sonnenlicht vielleicht eher weniger hinfällt, dann ist sowas hier sehr gut geeignet für euer eigenes Zuhause zur Gestaltung. Wie ihr also gesehen habt, ist die eigene Pilzanzucht im Substrat einfacher als man denkt und vielleicht sogar einfacher als bei den herkömmlichen Pflanzen, da wir hier auch nicht darauf achten müssen, dass sie immer genug Licht erhalten und auch Nachgießen ist in der Regel nicht nötig. Dafür haben wir beispielsweise hier unseren Deckel, damit wir immer eine ausreichende Luftfeuchtigkeit gewährleisten können, die den Pilzen durchaus zuträglich ist. Wenn wir jetzt wie hier unsere Pilze auf einem Substrat wie eben Sägespänen oder auch Heu oder Stroh ansiedeln, dann sollten wir natürlich nach einem Jahr das Substrat erneuern, denn so können die Pilze neuen Nährstoff erhalten und auch beim nächsten Mal wieder sehr große Fruchtkörper ausbilden, wie ihr sie ja auch schon jetzt hier im Kleinen gesehen habt oder auch nochmal sehen könnt. Damit würde ich mich auch schon wieder für dieses Video von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas über die Anzucht von Pilzen lernen aus Körnerbrut in Substrat. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr selbst Erfahrungen damit gemacht habt
Das würde mich und vielleicht auch die anderen Pflanzenfreunde sehr interessieren. Und bis dahin hoffe ich, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lasst und nicht zu borniert seid, sondern abonniert, damit ihr kein weiteres Video verpasst von eurem Pflanzencoach.